So, bevor ich in diese Tür da links reingehe, gucke ich erst... Ah, okay. Obwohl. Ach, egal, ich brauche diese Truhe. Die ist jetzt erstmal wichtiger. Okay. Oder auch nicht. Habe ich schon. Ich hätte das Geld gar nicht verschwenden brauchen, was ich beim letzten Mal noch gemacht habe. Dass mir aber auch keiner sagt, dass hier noch irgendwie so etwas drin ist. Naja. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es war ja nur ein paar Rubine, die ich für die Flasche gespendet habe. An Geier Walli. Und rüber. Schon unlogisch, dass man trotz Endhakens keinen Schaden kriegt. Also, wenn man darüber geht. Von den Feuerdingern. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass Link erwischt wurde. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Kann sich auch getäuscht haben. Aber falls ja, dann ist es schon ein bisschen unlogisch. Aber was soll's. Videospiele halt. Ach, schon wieder die Dongos. Geh links. Ja, sehr gut. Und noch einer. Dann nicht. So, und du. Ja, Mensch. Aua. Und einer weniger. Dodongos. Was? Dodongos füttern hier für Anfänger. Mal überlegt, dass die Dodongos wirklich zu der Zeit so aussahen. Und wenn man dann mal Ocarina of Time anguckt, ist das schon ein gewaltiger Unterschied vom Aussehen her der Dodongos. Der will nicht. Ich habe hier leckere Bomben zum Essen für dich. Und die Bombe war gerade dein Verhängnis. Haha. So, jetzt kann ich endlich durch diese Tür da drüben. Truhe habe ich ja, sonst ist da nichts, okay. So. Da ist eine Treppe, da komme ich also auch nur von oben hin. Zum Bossraum. Dazu bräuchte ich aber auch erstmal den Boss-Schlüssel. Und wie kommt man an diese Truhe? Achso, von links. Aber erstmal wichtig besiegen. Na komm her. Verstecken geht nicht. Aua? Links. Oder unten. Ich meine, ich habe jetzt links die Tür geöffnet, also kann ich auch links gehen. Gut, da ist noch eine Tür mit... Ach du Scheiße. Viel zu viele Treppen. So, Enterhaken. Rubine. Was soll ich mit Rubin? Ich meine, ich kaufe sowieso nichts mehr in diesem Spiel hier. Ah, das Rätsel ist leicht. So, Pfeil und Bogen, da. Na, Mist. Geht doch. Mitten ins Auge. Okay, da ist auch ein Schlüssel drin. Wie viele Truhen sind es noch? 1, 2, 5. Okay. Aua. Ach, hier kann ich nochmal alles auffüllen. Sehr gut. Weil ich bestimmt noch brauchen alles hier. So. Okay, ich gucke erstmal links hier. Ah, Vorsicht, Laser. Tut mir nichts. Ich bin unschuldig. Danke, und weg hier. Ich weiß, passt in fast jedes Schloss und so. Huiuiui. Okay, jetzt will ich echt gerne wissen, wie das hier funktionieren soll. Na, komm, so. Ich gehe am besten nochmal zurück. Und komme da wirklich erst später nochmal hin. Auf jeden Fall kriege ich da einen Schlüssel. Das habe ich schon mal mitgekriegt. So, dann gehe ich mal die Treppen hier hoch. Hier war ich noch gar nicht. Ein Herzteil! Brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Habe ich wenigstens noch eins. Vielleicht finde ich die letzten drei ja auch noch irgendwie. Und hier ist noch ein Teleporter. Und eine Höhle? Ich benutze erstmal den Teleporter. Einfach mal so. Way! Ah, jetzt, ja. So, habe ich einen neuen Teleporter. Und kann mich wieder hin und her teleportieren, aber ich will erstmal den Dungeon fertig machen. Das heißt, nochmal rein. Und way. Und nochmal. Und schon sind wir wieder beim Reptilienfelsen. Genau jetzt. Und jetzt will ich wissen, was sich hier befindet. Ah, Level 8 Reptilienfelsen. Was zur Hölle, die Dodongos sind wieder da. Okay, das könnte lustig werden. Ja, genug Bomben habe ich ja. So, Nummer 1. Verdammt.
Na, verdammt. Dodongos füttern für Fortgeschrittene. Nee, für Profis schon. Perfekt. So. Und nochmal. Yay. So, du kriegst auch noch eins. Wenn ihr nicht großzügig ist, dass ich euch hier füttere, als dann kriege ich wenigstens eine Truhe. Ha. Nein. Dazu müsste ich erstmal treffen. Okay. Danke. Ein Schlüssel. Dazu müsste ich erstmal wieder ein Schloss finden. Ich will gucken, ob das was bringt. Nein. Na gut. Und links haben wir das wieder. Auch gut. So, da war ich, da war ich, da war ich noch nicht. Da muss ich noch hin und okay. Diese Truhe. Würde ich echt gerne noch wissen, wie ich da dran komme. Also ich habe wirklich alles ausprobiert da in den einen Raum. Müsste ich nochmal gucken, aber erstmal rechts. Oder links? Moment. Links, links, links kann ich. Aber dann ist da eine Sackgasse. Hm. Am besten ich gehe nochmal ganz zurück. Wäre jetzt meine Option, aber... Wow! Aua! Mist! Hm. Nichts gekriegt, Schlüssel habe ich ja schon. Okay, hier ist keine versteckte Wand. Probieren kann man es hier. Okay, jetzt will ich wenigstens wissen, was die mir noch sagt. Attackiere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Achso, also damit waren die Dodongos gemeint. Okay. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht zurück. Nein, komme ich nicht. Na gut. Dann bin ich gezwungenermaßen dazu gezwungen, links zu laufen. Oder ich gehe oben lang. Da ist auf jeden Fall der Weg zum Bossraum. Hier sind Pfeile. Hm. Ich gehe zurück. Moment, Pfeile. Ich bin gerade am Überlegen. Ich gehe nochmal zu dem Raum, wo mir die eine Truhe verwehrt bleibt. Okay, das klappt auch. Sowas viel zu treffen. Nee, das war hier nicht. Da muss ich aber auch noch hin. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Okay, hier geht's zu dem Weg, wo ich hin wollte. Soll ich hier nochmal alles auffüllen? Okay, dann schaue ich mal. Und hopf! Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Ich könnte es irgendwie probieren, die Gegner dagegen zu schleudern, aber... Hm. Okay, es hat bestimmt irgendwas mit diesen Gegnern auf sich. Soll ich die vielleicht mal brennen? Okay, von hier oben bringt das, glaube ich, nichts. Okay. Wie zur Hölle soll das jetzt funktionieren? Ich probiere mal Folgendes. Na, das bringt nichts. Gut. Na super. Spiegelschild bringt, glaube ich, auch nichts. Ich habe alles schon ausprobiert. Na gut, dann gucke ich jetzt nochmal... Ach, du schon wieder. So, weg. Dann gucke ich jetzt nochmal bei den Treppen, wo ich schon mal war und nicht weiterkam. Weil mir ja etwas fehlt, vermute ich. Aber ich glaube, ich brauche dazu dieses Pulver. Einfach nur. Um die Eisblöcke zum Schmelzen zu bringen. Da wäre schon mal die eine Treppe. So. Dann probiere ich es mal. Und... Brr, dieser Eisblock ist ja verdammt hart und kalt. Brr. Na super. Okay, Bombe vielleicht? Na gut, dann brauche ich erst die Waffe.
Und ich glaube, ich weiß wieder, was es für eine Waffe war. Die nennt sich, glaube ich, Flammenstab, wenn ich mich nicht irre. Oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall kann man damit Feuerbälle schießen. Scheiße. Ach Mensch, ich will doch nur rüber. Komm schon, Link.